So, ja, ein Abschnitt über UEFI, was uns ja schon seit Jahren immer mal wieder so ein bisschen Probleme macht, weil die meisten Notebooks kommen halt mit einem anderen Betriebssystem vorinstalliert. Und um dort was anderes zu installieren, muss man erstmal rausfinden, wie boot ich von einem anderen Datenträger. Und oft können diese PCs gar nicht mehr nach der Standard-Boot-Methode, also Master Boot Record, starten. Weil sie ein UEFI-BIOS haben, oder UEFI und BIOS ist eigentlich beides was Unterschiedliches, mit dem gleichen Ziel. Das Unified Extensible Firmware Interface ist eine Erfindung, die hat sich in den Anfangsjahren mal Intel ausgedacht. Das müsste eigentlich auf der Wikipedia-Seite auch stehen. UEFI, Neuentwicklung, Intel, genau. 1998, die Intel Boot Initiative. Ja, natürlich mit dem Ziel, das erste Stück vom Startvorgang zu vereinheitlichen. Ja, also eigentlich ein ganz gutes Ziel. Was mich bei Knoppix auch immer aufregt, ist, dass jedes Notebook andere Tastenkombinationen hat, um ins Bootmenü zu kommen. Manchmal kann man gar nicht einstellen, dass man von USB-Stick bootet, weil das in der Bootreihenfolge nicht unterstützt wird. Stattdessen steht dann da als erstes Festplatte und dann kommen irgendwelche Removable Devices, womit meistens Floppy-Laufwerk gemeint ist. Wenn man dann in das Menü für die Festplatte geht, kann man an der Stelle aber die Reihenfolge der Festplatten tauschen. Also müsste man in der Bootreihenfolge Festplatte zuerst und dann bei den Festplatten das USB-Laufwerk, den USB-Stick als erstes eintragen. Und das unterscheidet sich halt von Rechner zu Rechner. Und eines der Ziele war eben, das zu vereinheitlichen, dass die Firmware, die auf einem EEPROM drauf ist, etwas größer ist und dafür aber mehr kann, nämlich, ja, das ist gut, ja, Grafikunterstützung der VESA-Modi, also auch hochauflösend. Geeignet für eine grafische Oberfläche, für das Bootmenü. Ja, und das sehen wir zum Beispiel auf diesen beiden Notebooks, die können das. Wenn man dort im UEFI-Modus bootet, erscheint ein Bootmenü, was ich mit Maus und Tastatur bedienen kann. Auch Mausunterstützung, teilweise auch Sound. Und, was besonders praktisch ist, auch ein Dateisystemtreiber für FAT32 ist integriert. Das heißt, der Bootloader kann direkt auf Dateien zugreifen und muss nicht wie beim normalen BIOS aus einem Bootrekord rauslesen, wo ist der Kernel. Ja, das heißt, man kann sofort auf alle Dateien aller Festplattenpartitionen, angeschlossene Sticks und so weiter zugegriffen werden, die FAT32 Formatica formatiert sind. Ja, das ist hört sich schon mal sehr gut an. Also theoretisch ähnelt das so ein bisschen dem Bootverfahren vom Commodore Amiga. Ich weiß nicht, kennt denn jemand von euch noch? Nee. War aus der Anfangszeit der grafischen Benutzeroberflächen. Der hatte schon ein ziemlich weitgehendes BIOS, wo man innerhalb von einer Sekunde eine Grafikoberfläche hatte. Von der aus konnte man dann bereits Programme starten. Also sehr schneller Start mit reduzierten, aber vorhandenen
für Hardware-Unterstützung. Theoretisch könnte man in UEFI richtige Programme schreiben. Die Hardware benutzen, zum Beispiel Spiele, ohne dass ein Betriebssystem laufen muss. Ja, also da wäre eigentlich eine Riesenchance, wenn man sich das System ein bisschen ansieht und lernt in UEFI zu programmieren. Da gibt es APIs in C und Co. Dann kann man Spiele schreiben und kleine Programme, die direkt auf der Hardware laufen, ohne dass ein Betriebssystem läuft. Also so ähnlich wie beim Arduino. Ein monolithisches Programm, was macht. Praktisch haben die meisten Computerhersteller diese Chance völlig vertan und benutzen UEFI für was anderes. Das ist dann der nächste Punkt. Wofür wird es verwendet? Natürlich zum Booten von Betriebssystemen. Mit grafischem Menü, wobei Sprachausgabe theoretisch möglich wäre. Praktisch hat es keiner umgesetzt. Also wir müssen mal so eine Tabelle machen, das kann es. Und das wird tatsächlich gemacht. Tatsächlich gemacht, und das wissen wir alle, das sogenannte Secure Boot. Das bedeutet, dass Programme mit einer Prüfsumme versehen werden, die digital signiert wird. Ja, und in der Firmware, das muss hier oben noch was kann es, hat also einen Speicherbereich für Datenbanken oder Variablen, für Variablen, Konfigurationen und auch Nutzdaten von EFI-Programmen. Und das wird dann direkt nicht im BIOS, sondern in einem Speicherbereich, in einem geschützten Speicherbereich, manchmal auf einem EEPROM, manchmal auch auf dem Bereich der Festplatte, so genau ist das nicht festgelegt, abgespeichert. Ja, man kann sich also auch Sachen dort permanent speichern und merken. Da muss ich noch eine Fußnote dazu machen. Gut, und das wird eben auch für dieses Secure Boot verwendet. Im EFI-Variablenspeicher sind die Signaturen gespeichert, und mit denen kann der Bootloader überprüfen, ob das jeweilige Programm erlaubt ist. Ja, daraus folgt so eine Art primitiver Kopierschutz. Nur solche Programme werden überhaupt geladen, die vom Hersteller, also dem, der die Signatur in der Firmware drin hat, genehmigt sind. Ja, das ist eine. Ja? Du hast da oben das deduziert, ein bisschen weiter auf, bei reduziert, deduziert. Du hast geschrieben, was bei einem R. Da. Irgendwo mit reduzierter. Ja, okay. Eine Spur aufgenommen. Ne, deduziert sehe ich nicht. Nein, wo du geschrieben hast mit reduzierter Grafik. Oh, ja, ist unterstrichen halt. In der Mitte ungefähr. Nur in der Mitte, unter 32. Ja, deutschierten, ja, reduzierten. Zweite Zeile. Du. Der Zeile gibt es auch EFI, glaube ich. US-Fi.
Jo. Ja gut, es soll ja auch die Zusammenfassung sein. Insofern ganz gut, wenn es jetzt schon perfekt ist. Ansonsten hätte ich es nochmal überarbeitet, bevor ich es dann hochlade in das Knoppix-Tage-Archiv. Gut, also das ist das, was am meisten kritisiert wird. Ja, Feature, das soll gegen Viren helfen. Es hilft natürlich nicht gegen Viren, es hilft gegen Bootloader-modifizierende Programme. Ja. Die letzten, die ich gesehen habe, die das machen, waren allerdings tatsächlich auf dem Amiga. Die schreiben halt den Bootloader neu und starten dann, wenn man ein Betriebssystem starten möchte, patchen die dieses Betriebssystem vorher und fügen dort Schadcode ein. Und das würde nicht mehr laufen, wenn es nicht signiert ist. Und Feature. Und wenn UEFI Secure Boot aktiv wird. Nebenbei bemerkt ist es für den Hersteller natürlich schon praktisch, wenn das UEFI Secure Boot aktiviert ist, dann kann er damit effektiv verhindern, dass jemand was anderes auf dem Notebook installiert, was dann für den Support einfacher ist. Man braucht gar nicht zu fragen, ja, haben Sie auf dem Notebook etwa ein nicht zertifiziertes Windows installiert oder ein Linux oder sonst irgendwas. Dadurch wird der Support einfacher, weil man weiß, da ist nur das drauf, was am Anfang geliefert wurde, mit den Updates, die der Hersteller erlaubt hat. Man kann über diesen Secure Boot auch eine Vertrauenskette aufbauen. Das heißt, der signierte Bootloader ist durch die UEFI-Firmware-Signatur zertifiziert und kann daher nicht manipuliert werden. Zweitens, dieser Bootloader prüft dann die Signatur des gestarteten Betriebssystems und verhindert so, heute habe ich irgendwie mit den verdoppelten Buchstaben, und verhindert so, dass ein nicht zertifiziertes System gestartet wird. Das ist manchmal auch eine Anforderung, zum Beispiel bei Hausautomatisierung, dass das System nicht vom Kunden unbemerkt manipuliert werden darf. Rein rechtlich gesehen hat jeder das Recht, auf jeder Hardware Programme zu installieren, die er möchte, aber der Hersteller hat auch das Recht, dann den Support zu verweigern. Und so kann der Hersteller zum Beispiel sagen, solange UEFI Secure Boot eingeschaltet ist und die Original-Firmware drauf ist, gebe ich Support, leiste Ersatz, Garantie, installiere Betriebssysteme neu oder liefere Updates. Sobald das UEFI Secure Boot abgeschaltet ist, ist diese Vertrauenskette nicht mehr gegeben und dann ist der Hersteller auch nicht mehr für die Software zuständig. Das heißt, wenn die Hausautomatisierung die Heizung auf 200 Grad aufdreht und die Bewohner des Hauses verglühen, kann der Hersteller sagen, naja, ihr habt da eine andere Software drauf eingespielt, weil unsere zertifizierte Software macht das jetzt nicht und erlaubt keine höheren Temperaturbereiche und dafür ist es da. Also das musste ich tatsächlich auch in einigen Projekten schon selber so machen. Und bei Rechnern, die keine UEFI Secure Boot haben, kann man das mit OpenSSL machen. Also Softwarepakete digital signieren und nur dann auspacken und installieren, wenn die Signatur noch mit dem gespeicherten Key übereinstimmt. Sobald der gespeicherte Key modifiziert wurde, ist es nicht mehr möglich, die Software auszupacken, weil dann der entsprechende Secret Key nicht mehr vorhanden ist auf dem Gerät und der Hersteller kann es eben feststellen, weil sein Update-Service nicht mehr läuft, die Box meldet sich dann einfach nicht mehr. Ja, ist einfach ein Sicherheitsfeatures aus Sinn des Herstellers sinnvoll, aus Sicht des Benutzers halt lästig. Auf der anderen Seite ist es halt für Garantiefälle einfacher. Gut, und drittens, das installierte Betriebssystem. Ja, anderer Fehler. Das kann wiederum durch die digitale Signaturen überprüfen, ob nachinstallierte Software
zertifiziert oder erlaubt ist. Und das macht übrigens auch Linux. Ja, dadurch kann bei Ubuntu und Debian festgestellt werden, wenn jemand zum Beispiel ein Debian-Repository manipuliert hat, dann trägt ein Paket entweder gar keine oder eine ungültige Signatur und man bekommt auf dem Bildschirm eine fette Warnung, dieses Paket konnte nicht verifiziert werden. Da kann man immer noch sagen, ja, das habe ich ja selbst geschrieben, das möchte ich trotzdem installieren. Oder man kann halt den Maintainer des Pakets anschreiben und fragen, ist das wirklich von dir oder hat da jemand auf eurem FTP-Server was rummanipuliert? Ja, also diesen Punkt 3 machen inzwischen fast alle Betriebssysteme, hat auch mit UEFI an der Stelle nichts mehr zu tun. UEFI ist eigentlich nur an der Stelle 1 und daher ist es auch sehr fraglich, ob UEFI alleine wirklich dafür geeignet ist, Viren zu verhindern, denn die Schwachstelle kann ja bei dem Punkt 2 sein, dass der Bootloader dann die Signatur des Betriebssystems überprüfen sollte oder bei Punkt 3, dass das Betriebssystem selber nicht überprüft, ob die Pakete, die installiert sind, auch vom Hersteller signiert sind. So, und all die anderen Features werden meines Wissens kaum oder so gut wie gar nicht benutzt. Ja, also nur diese Speicherung von Variablen, Systemdaten, die wird benutzt. Unter Windows gibt es noch eine Sache, die sehr ärgerlich ist. Windows benutzt teilweise den UEFI-Speicher. Um vom laufenden System aus zu sagen, was als nächstes gebootet werden darf. Das heißt, man kommt gar nicht mehr in eine grafische Oberfläche für die Konfiguration rein und kann im Bootloader einstellen, von welchem Gerät man booten möchte, sondern man muss von dem gebooteten Windows aus im UEFI-Speicher eine Variable setzen, die sagt, bitte von diesem Gerät booten. Windows benutzt teilweise den UEFI-Speicher, um den Datenträger festzulegen. Von dem als nächstes gebootet werden soll. Das heißt, es gibt gar kein BIOS-Menü mehr. Ja, bei Mac ist das so der Fall. Also so ein richtiges Bootmenü hat er nicht. Bei dem hat er nur eine Taste, entweder die Alt-Taste oder die C-Taste, um von einem Datenträger zu booten, wo UEFI drauf ist. Dort ist aber zumindest beim Mac das Secure Boot in der Regel abgeschaltet. Dort kann man also auch andere Betriebssysteme booten. Das ist dort relativ offen. So, also das ist das, wofür UEFI verwendet wird. Dafür, dass es so viel kann eigentlich, ist das ein ziemlich schwaches Bild, muss man sagen. Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich vielleicht mal ein kleines Spiel, Tetris oder so, in UEFI programmieren. Dann würde man auch sehen, ja, man kann was Sinnvolles damit machen. In der Linux-Anwendung ist UEFI eher unpraktisch. Denn zumindest bei eingeschaltetem Secure Boot benötigt man einen signierten Bootloader. Und zwar signiert vom Hersteller des Boards oder des UEFI, der UEFI-Firmware. Mit einem Key im Variablenbereich. Ja, wie kriegt man das? Man nimmt zum Beispiel eine für UEFI geschriebene Datei. Loader.efi. Eigentlich ein Preloader. Preloader.efi. Nehmen wir es einfach mal Preloader. Wie es heißt, ist eigentlich egal. Und bittet den Hersteller der Hardware,
beziehungsweise das EFI-BIOS, das ist der EFI-Firmware, diese zu unterschreiben. Ja, das hat die Linux Foundation getan, mit mäßigem Erfolg. Die Datei bootx86.efi, ich mounte mal einen USB-Stick und vielleicht ist grafisch in dem Fall sogar besser. Knoppix, EFI. Ja. Die erste Partition von Knoppix ist ja schon immer auf einem FAT32-Dateisystem gewesen, was ganz praktisch ist. Da musste ich nichts ändern, um EFI zu unterstützen. Es ist so festgelegt, die meisten Firmwares erwarten, dass dann auf dem FAT32 ein EFI-Ordner ist. In diesem Ordner ein Verzeichnis Boot. Und in dem befinden sich je nach Bittigkeit der CPU, also bei 32-Bit ist es bootia32.efi und bei 64-Bit ist es die Datei bootx64.efi. Die wird automatisch gesucht. Das ist sozusagen der Master Boot Record, den es früher mal auf dem ersten Sektor einer Platte gab. Der steckt hier drin und diese Datei muss dann digital signiert sein, um per UEFI mit Secure Boot booten zu können. Und diese Datei bootx64.efi, das ist der Pre-Bootloader von der Linux Foundation, den haben die von Microsoft unter Auflagen signieren lassen. Der ist also tatsächlich von Microsoft signiert, wird von fast allen Rechnern, die Secure Boot eingeschaltet haben, anstandslos akzeptiert. Ja, die wird dann in den Ordner EFI, Boot. Wieso von Microsoft signiert und nicht zum Beispiel von Intel? Weil Microsoft das UEFI-BIOS für die Intel- und AMD-Rechner offenbar herstellt, damit die Windows-zertifiziert sind. Ansonsten kriegen die kein Windows-Certified-Logo. Ganz einfach. Funktioniert mit ganz normaler, gewöhnlicher Erpressung. Ja. Okay. Geht, natürlich, ja, da kommen wir gleich dazu. Okay. Ja. Die signierte EFI-Datei wird dann in den Ordner EFI boot, bootx, Moment, nochmal gucken, bootx64.efi, ja, in der Anfangszeit habe ich das auch etwas falsch benannt, bootx64.efi. Gespeichert und von der EFI-Firmware beim Start geladen und die Signatur überprüft. Ja, würde diese bootx64.efi jetzt einfach einen beliebigen Linux-Kernel oder ein beliebiges System laden, dann hätten wir alle Probleme natürlich umgangen. Wir nehmen für beliebige Rechner einfach diese bootx64.efi und der kann dann starten, was er will. Das wollte Microsoft aber so nicht haben, weil damit wäre auf sämtlichen Rechnern mit Microsoft UEFI Secure BIOS jedes beliebige Betriebssystem gestartet worden. Eine Auflage war, dass dieser EFI Bootloader dann nochmal die Prüfsumme vom gestarteten Betriebssystem oder von dem eigentlichen Bootloader für das Linux die Prüfsumme in die Firmware eintragen muss. Also es wurde gefordert, dass der Benutzer noch eine Interaktion hat und sagen kann, ich will das starten oder ich will das nicht starten. Der Bootloader der Linux Foundation fragt, ja, das war eine Auflage für die Signatur, ob der Benutzer mithilfe eines EFI-Tools
So, ja. Das heißt, es kommt noch mal eine Abfrage. Und wie die aussieht, habe ich fotografiert und der Kollege Weilharter hat das dann auch online gestellt. Weilharter Knoppix-Tage. Das sieht auf jedem BIOS ähnlich aus. So ist das. Mathematik, Desktop. Ja, Moment, nochmal bitte. Da, genau. Er war da ein bisschen schneller als ich. Ich habe die Bilder noch auf dem Handy. So, ja, so sieht das dann aus. Dann, oh, das ist aber klein. Kann man das größer machen? Geht schon irgendwie. Gut. Und so. Das ist aber nicht die richtige Reihenfolge. Enroll Hash, Select Binary, Fail to Start Loader. Genau. Das ist das erste Bild. Das heißt, auf einem UEFI-BIOS mit CQ-Boot eingeschaltet, wenn man dort Knoppix oder eine andere Linux-Distribution, die diesen signierten Bootloader der Linux Foundation verwenden, startet, dann kommt als erste Erfolgsmeldung Failed to Start Loader. Da steht, der sollte loader.efi heißen, im aktuellen Verzeichnis liegen und bitte trage die Prüfsumme ein. Jetzt werde ich das Hash-Tool starten, also dieses Prüfsummen-Generierungs- und Eintragungstool. Das ist auch ein EFI-Programm. Ja, und dieses EFI-Programm fragt dann aber nochmal, welche Datei ich signieren will. Auch etwas unpraktisch, ne, der fängt an mit bootx64.efi, aber das ist ja schon signiert, da also brauchen wir nichts zu enrollen. Da muss man dann auf loader.efi gehen. Ja, also genau lesen, was da steht. Ne, da steht im Prinzip, bitte diesen loader.efi mit der Prüfsumme ins BIOS eintragen. Ja, also wählt man im nächsten Schritt diesen loader.efi aus. Dann kommt, was man machen will, enroll hash. Ja, dann gibt er oben noch an, wie die Prüfsumme ist. An dieser Stelle würde es durchaus Sinn machen, dass man nochmal vergleicht, ob dieser loader.efi tatsächlich vom vermeintlichen Anbieter des Knoppix oder des Ubuntu kommt und die Prüfsumme dann abklärt auf einer Webseite. Machen die meisten nicht, klicken einfach Yes. Damit ist dieses Security-Feature eigentlich genauso sinnlos wie bei Webseiten, wo man immer auf OK klickt. Ja, ich möchte diese nicht zur Webseite passende Prüfsumme trotzdem akzeptieren, weil ich dahin will. Und wenn das einmal eingetragen ist, das sieht nach SHA 256 aus. Ja, also ziemlich lang. SHA MD5 und SHA 1 gibt es ja inzwischen ein paar Kollisionsangriffe, wo man mit moderatem Aufwand Dateien mit gleicher Prüfsumme bei anderem Inhalt erstellen kann. Und SHA 256, das wird ja auch bei Bitcoin verwendet, das ist relativ schwer zu knacken, also nach heutigen Maßstäben. Gut, wenn das einmal eingetragen ist, dann ist diese Hash-Summe für diesen Bootloader permanent in der UEFI-Firmware gespeichert und auf einigen Rechnern kann man die auch gar nicht mehr austragen. Das heißt, dieses Menü kriegt man eigentlich dann auch nie wieder zu sehen. Bei allen zukünftigen Knoppix-USB-Sticks wird das nicht mehr angezeigt, weil immer dieser gleiche loader.efi verwendet wird, auch wenn der Kernel sich geändert hat. Na, also an der Stelle ist diese Signatur, diese Vertrauenskette da unterbrochen, wo dieser loader.efi den Kernel lädt. Der loader.efi guckt nicht nochmal nach, ob sich die Prüfsumme vom Kernel geändert hat. Man musste quasi den Rechner dafür freischalten, dass er jetzt mit Hilfe dieses Loaders beliebige Betriebssysteme starten kann. Und wenn es einmal gemacht ist, ist es fertig. Die meisten scheitern halt schon am ersten Bildschirm. Wenn da kommt Fail to Load, lesen sie gar nicht mehr weiter und sagen einfach, okay, geht halt nicht und Reset. Gut, also wenn man es so machen würde, wie die Hersteller wollten, dann müssten wir für jeden Kernel, für jedes Kernel-Update, für jeden Bootloader, für jede Boot-Konfiguration eine eigene Signatur anfordern. Ja, also ich glaube, bei Microsoft ging das auch kostenlos. Es gab auch wohl eine gerichtliche Auflage, dass sie nicht verhindern dürfen, dass man Linux auf dem Rechner starten kann. Aber das war halt ein ziemlicher Kompromiss, das mit diesem etwas komplizierten Verfahren zu machen, sodass der Benutzer nochmal aktiv werden muss. Ja, diese Bilder muss ich dann auch nochmal ausschneiden und auf die Knoppix-Homepage posten.
Jo. Man kann das auch simulieren. Und zwar mit KVM und der UEFI. Firmware Theano Core, das ist ein für KVM vorbereitete UEFI-Firmware. Die Installation ist ein bisschen kompliziert, gibt es aber als Debian-Paket. Apt-cache-search-efi. Das ist allerdings nur für ARM. CBIOS, ich komme nicht mehr drauf, wie das heißt. Das ist auf meinem anderen Rechner. Muss ich später nachtragen. Lässt sich rausfinden. Debian-Paket. Und dieses Debian-Paket besteht im Prinzip aus zwei Dateien, nämlich der eigentlichen Firmware. Ja, so ähnlich wie wir das hatten mit den Festplatten-Images, ist hier ein EEPROM-Image, wo die Firmware drin ist, und ein zweites Image, in dem diese Variablen gespeichert sind. Das ist dann der Speicherbereich, den UEFI benutzt, um eigene Sachen einzutragen, inklusive der Keys, die gespeichert werden für die erlaubten Betriebssysteme. Ja, gut, also so kann man sich bei Linux behelfen. Dieser loader.efi ist so eine Art Universallader. Der startet dann den eigentlichen Bootloader, und das kann Grub sein, Lilo. In meinem Fall verwende ich SysLinux. Ja, der loader.efi hat eingetragen, dass er. Wo sind denn eigentlich die syslinux.efi-Dateien? Ach so, die habe ich hier oben benannt, die sind hier oben mit drin. Die Config-Datei liegt im Ordner Boot, also nicht EFI-Boot, sondern nur Boot, und heißen dann syslnx, um sie zu unterscheiden von der BIOS-Variante syslinux, 32.config und 64.config. Ich habe nur einmal einen Rechner gesehen, der UEFI hat, aber 32-Bit ist. Die meisten Rechner sind 64-Bit und benutzen dann entsprechend die 64-Bit-Variante. Und nur von der 64-Bit-Variante gibt es auch diese signierte Version. Das ist auch mit ein Grund, warum Knoppix zwei Kernels hat, einen 32- und einen 64-Bit. Denn 64-Bit ist einfach notwendig, damit er auf 64-Bit-Rechnern mit UEFI Secure Boot starten kann. So, kommen wir zu den Bugs von UEFI. Kann ich mir da ganz kurz fragen? Alexa, ja. Wie spät ist es? Ja, kurz. Alexa, wie viel Uhr ist es? Es ist 9.58 Uhr. Noch 2 Minuten? Ja, danke. Ja, und zwar ging so durch die Presse, Ubuntu zerstört Laptops. Also man konnte wirklich eine normale Ubuntu-CD mit einem UEFI Secure Bootloader starten, und danach war der Rechner kaputt und auch nicht mehr reparierbar. Der musste dann eingeschickt werden und man bekommt einen neuen. Das ist übrigens so einer, ja, wenn man auf diesem die Ubuntu-Version, wie heißt die, irgendwas mit, das war irgendwas mit T, Trusty war es, glaube ich. Wenn man die auf diesem Samsung-Notebook bootet, ist das Notebook anschließend kaputt. Ja, ganz fantastisch. Ist natürlich kein Fehler von Ubuntu, sondern von der UEFI-Firmware. Dort war nämlich der UEFI-Speicher im BIOS mit einer falschen Größe beziffert.
Ja, die Variablen kommen am Anfang, dahinter kommt die UEFI-Firmware und eingetragen war, dass der UEFI-Speicher ungefähr 50 Kilobyte groß ist. Das reicht für die meisten Sachen. In Wirklichkeit war er nur 25. Das heißt, beim Überschreiben von 51% des Variablenbereichs wurde dann die Boot-Firmware zerstört und der Rechner hat überhaupt nicht mehr gestartet. Ubuntu hat ein Feature und das benutzen die auch recht rege, dass Fehlermeldungen beim Hochfahren oder beim Runterfahren im UEFI-BIOS gespeichert werden, in diesem Variablenspeicher. Natürlich nur so viel, wie auch erlaubt ist von der Größe her und dieses Log-Feature war damals standardmäßig eingeschaltet. Und wenn Fehlermeldungen beim Booten aufgetreten sind oder Debug-Meldungen, naja, dann war man schnell bei diesen 51%. 25 Kilobyte sind noch nicht so viel. Und anschließend war der Rechner futsch. Hätte bei Windows genauso passieren können. Ja, ist halt bei Linux passiert und deswegen ging das da durch die Presse. Ja, also durch einen Fehler in der UEFI-Firmware wird beim Beschreiben von 51% des Variablen-Speichers die Firmware zerstört. Ist das die Rechtschreibkorrektur? Ja, irgendwie schon. Bootet nie wieder. Die Korrektur ist sowieso komisch. Manchmal, wenn ich einen Minus mache, streicht er den Satz komplett durch. Also anscheinend ein neues Feature. So. Zum Glück bin ich an diesem Bug geschlittert, weil meine Philosophie ist ja, auf dem Rechner nichts zu verändern, also auch nicht in der UEFI-Firmware. Ich nutze dieses Feature also gar nicht, dass man dort Variablen ablegen kann. Und insofern wäre es zwar gegangen, also wenn man manuell was mit Knoppix dort in der UEFI-Firmware ändert, dann kann man sie zerstören, aber war halt standardmäßig nicht der Fall. Und insofern war Knoppix von diesem Bug nicht betroffen. Okay. Jo, damit bin ich erstmal mit den Features und mit den Problemen, die wir so mit dem UEFI-BIOS haben, unter Linux durch. Und wir können zum nächsten Vortrag, auf den ich sehr gespannt bin, übergehen.